Hallo, ich möchte die nächsten Tage und Wochen und vielleicht Monate gerne dafür nutzen, mir und jedem von euch, der sie finden möchte, ein paar Brotkrumen für den Tag zu hinterlassen, an denen wir uns immer zurückorientieren können, wenn wir bemerken, dass wir in irgendeiner Weise vielleicht ein wenig die Orientierung verloren haben. Und den Brotkrumen, den ich hier heute hinlege, möchte ich als Erinnerung daran verstehen, mich mit der Einheit eins zu wissen. Und mich zu fragen, ob ich heute schon Gedanken der Einheit gedacht habe. Ob ich heute schon Gedanken der Verbindung gedacht habe. Ob ich heute schon mit dem Licht gedacht und gefühlt habe. Ob ich heute schon in Liebe gedacht und gefühlt habe. Ob ich heute schon in Bedingungslosigkeit und Erlaubnis und Loslassen war. Ob ich mich heute schon richtig weit und offen und frei gefühlt habe. Ob ich mich heute schon so richtig lebendig gefühlt habe. Ob ich mich heute schon eins in Gottes Fülle, in Gottes Omnipräsenz, in Gottes Omnipotenz erfahren habe. Und wenn nicht, meinen Lichtstrahl, meinen innersten Wunsch genau damit zu verbinden, was ich in diesem Augenblick vielleicht gerade vermisse. Was vermisse ich jetzt gerade? Wenn ich es vermisse, muss ich es kennen. Und kann mich wieder damit verbinden. Ich kann wieder wissen, wer ich bin. Ich kann wieder fühlen, was ich bin. In Freiheit, Entspannung und Loslassen. Denn das ist Liebe. Liebe kann nicht verletzt werden, weil sie unendlich ist. Liebe braucht keinen Schutz, weil sie ewig ist. Liebe ist. Frieden ist. Jetzt gerade in mir und in dir. Ich danke dir und habe einen großartigen, erfüllten und bewussten Tag.